Konnichiwa. Dragon Quest 11 hat durch die Bank Top-Noten bekommen. Egal wohin schaut, egal welche Videos ihr euch anguckt, Top-Noten. Und ja, Dragon Quest 11 wurde gut gehypt. Aber nur weil ein Spiel gehypt wird, heißt das nicht, dass es dann am Ende schlecht ist oder man dagegen sein muss. Ich lasse mich davon nicht mitziehen. Ich bin entweder schon scharf auf ein Game oder eben nicht. Egal, ob da der Hype groß ist oder nicht. Aber ich muss sagen, Dragon Quest 11 ist einfach göttlich. Wenn ihr eine PS4 habt oder einen PC habt und eine Xbox, dann kauft euch Dragon Quest 11. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und was ich auch sehr geil finde, ist, wir können schmieden. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich lege erstmal Nagate sein neues Bronzeschwert plus 2 an. Und gebe Erik auch noch das neue Messerchen, nämlich den göttlichen Dolch plus 1. Und dann packen wir uns jetzt nochmal kurz an die Schmiede. Und werden noch einen Punkt angucken, den wir uns vorher noch nicht angeguckt hatten, nämlich den Gegenstand umzuarbeiten. Wenn ihr Waffen oder Rüstungen herstellt, bekommt ihr Perfektionistenperlen, wenn das halbwegs gut gelungen ist. Oben rechts seht ihr, habe ich 4 Perfektionistenperlen. Und mit diesen Perfektionistenperlen kann man hingehen und kann dann diverse Dinge verbessern. Und wenn ihr mal schaut, ihr seht rechts nötige Perlen, was wir brauchen würden, um die Geschichten zu verbessern, wie Lederschild, also Rüstungen, aber auch Teile wie Accessoires, Gewänder und. Und ich werde jetzt natürlich erstmal hingehen und gucken, ob ich das Bronzeschwert verbessern könnte. Angriff plus 20 oder mehr. Aber bitte. So. Es ist dasselbe wie beim Schmieden, aber ermöglicht die Möglichkeit eben jetzt die Waffe aufzuwerten. Ich wollte eigentlich in den gelben Bereich. Schade. Gelbe Bereich ist quasi sowas wie perfekt. Nein. Ich hätte befürchtet, dass er darüber hinaus schießt. Wir haben noch keine Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen. Deswegen basteln wir es so, wie wir es jetzt geschmiedet haben. Schwach. Nicht erfolgreich umarbeiten. Schade, schade, schade. Jetzt gehe ich aber hin und gucke, ob ich nicht doch noch irgendwas schmieden kann. Eine Rüstung kann ich nicht schmieden. Ich will aber nochmal Perfektionistenperlen. Kupfererz 2, 4 und Feuerstein habe ich auch genug. Ja, mache ich jetzt gerade nochmal. Ich will jetzt nochmal hoffentlich ein besseres Ergebnis bekommen, schon bei der Waffe, bei der Grundwaffe oder aber eben dann bei der Umarbeitung, indem ich dann die Perfektionistenperlen, dann, die ich habe, nochmal einsetzen kann. Muss doch funktionieren. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Knapp an Gelb vorbei. Und nochmal Gelb. Könnte besser werden. Vielleicht gibt das plus 3. Perfekt. Plus 3. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Jetzt haben wir wieder 3 Perfektionistenperlen. Und jetzt gehen wir hin. Jetzt bearbeiten wir das Ding nochmal weiter um. Ah, ich kann das. Plus 3er kann ich nicht umarbeiten oder muss ich es ausrüsten? Nö, muss ich eh nicht. Hier im Ausrüstungsbeutel ist es. Ah, es geht nicht. Warum nicht? Es ist vielleicht nicht die beste Idee, ausgerechnet diesen Gegenstand umzuarbeiten. Aus irgendeinem Grund kann ich sie nicht umarbeiten. Vielleicht noch nicht. Vielleicht liegt das an dem Qualitätslevel. Angriff plus 22. Das rüsten wir natürlich aus. Boss am Amboss. Für die Herstellung eines Ausrüstungsteils der Qualitätsstufe plus 3 mit der pfiffigen Spiegel. Ja, eine Trophy.
Lagermenü. Ah, man kann auch direkt von hier aus am Lagermenü zugreifen. Das ist natürlich auch schön. Nein, noch nicht. Lass mich erstmal hier. Okay, aber ich bin so erstmal zufrieden. Und wir setzen das Abenteuer fort. Wir wollen nach Kiesling und wir sehen aber hier links oben, gäbe es auch nochmal was Interessantes. Da gehen wir jetzt als erstes hin. Der Hund rennt uns hinterher. Sehr geil. Komm ruhig mit, Bauzi. Das sieht mir bossig aus. Ich speichere noch mal kurz. Sicher ist sicher. Also die nächste Zeit dürfen wir keine Holzfässer über den Weg laufen. Wisst Bescheid. Es geht nichts über gute Safe Game Mucke. So, jetzt gehen wir zur scheinbar fleischfressenden Pflanze. Das ist gar kein Boss. Wobei, wer weiß. Das Mal auf der Hand von Nagate leuchtet. Es scheint auf die eigenartig geformte Pflanze zu reagieren. Deine Hand nach ihr ausstrecken? Natürlich. Chop, chop, chop. Chop around the clock. One, two, three. Look out, trees. Oh, a woodcutter's life is the life for me. What in the world? Oh. I repaired the bridge only yesterday, and now some blighter's gone and destroyed it again. Ta-da! You called? Tricky devil at your service. I went to a lot of trouble to smash up this stupid bridge. I'm not about to let you fix it again. Here, get a load of my devilishly tricky shapeshift beam. Ah, okay. You're a silly old woodcutter. The next minute, you're a smelly old dog. I'm a devilish genius. Now, what mischief shall I get up to next? Oh, so much trouble to cause so little time. Bye, doggy. Stay. Okay, so ein bisschen durch. Treasure chest. I think I've just hit upon my most devilish trick yet. Na, aber das ist ein erster Elite-Kampf. What the heck just happened? You touched that plant and then I saw all this crazy stuff. You really expect me to believe that this mutt here is actually the woodcutter? Huh. There's never a dull moment with you around. I'm gladder every day I broke you out of jail. Well, all I know for sure is that we're never going to get out of this forest until we get that bridge fixed. And if what we just saw was true, Rover here is the only one who can fix it. Why don't we find that chest and have a word with our mischievous friend? Let's head back the way we came and see if we missed it somewhere. Machen wir das.
Ja, wäre cool, wenn es der Hund jetzt folgen will. Ja, wir sind ja natürlich gut durchgerannt. Ja. Wie sogar angezeigt, wo sie ist. Was soll ich mit der Kuh? Wirrt's Bein, oder? Reden wir mit der Kuh. Mal sehen, auf welches Wetter wir uns freuen können. Die Kuh kann reden. Offenbar werden wir ja morgen den ganzen Tag über einen klaren Himmel haben. Aber wie das Wetter übermorgen wird, darüber kann ich leider nur spekulieren. Was für eine seltsame Kuh. Anscheinend haben diese sanftmütigen Wiederkäuer einen siebten Sinn fürs Wetter. Ja, so wird gemunkelt. Seriously? The only thing I'm shocked by is how lame you are. What did you just... Oh, cheeky devil! Don't you know who I am? I'll teach you. For my next trick, I'm gonna beat you to a pulp! Bin mal gespannt. Lausebeng nähert sich. Ist schon mal schön, dass es ihn einsetzt, aber leider fehlgeschlagen. Ich hoffe, Erik heilt sich auch. Na, sieht nicht so aus. So, eben noch keine Kurkraft verfügbar. Okay, also ganz verstehe ich es jetzt immer noch nicht, warum er jetzt die Kurkraft nicht einsetzen kann. Aber vielleicht kommt ja noch irgendwann die Erleuchtung. Ja, ich muss da nochmal heilen. Oh, 61 Schaden ist auf jeden Fall nett. Ja, dann heilt es wieder mal 50, super. Aber das können wir auch. Thank you.
aus. Hast du wehgetan? Okay, ich will nicht komplett umstellen. Aber noch mal was. Befehl folgen. Er macht mir jetzt zu wenig das, was ich mir jetzt vorstelle, nämlich dass ich zum Beispiel halt. Wobei, ich muss mal gucken, ob er überhaupt Heilkräuter hat noch. Er hat noch Heilkräuter. Nur zwei gespannt, werde ich es erstmal so lassen und beide steuern. 102 EP. This can't be happening. Looks like the joke's on me this time. Hey there, you two. Oh, look, it's our pal the Pooch. Not anymore. Thanks to you, I'm back to my old self. I'm Flint the Woodcutter, by the way. And I owe you more than words can possibly say. How can I ever repay you? It's funny you should ask. We were hoping that some kind soul might fix that bridge the monster smashed up. It would be my pleasure. Why don't you go back to my cabin and put your feet up? I'll have it mended for you in no time flat. I was hoping you'd say that. Much obliged. Sorry to have kept you waiting, but I'm happy to announce that the bridge is fixed. You don't hang about, huh? Thanks. Now, young fellow. About this vision of me being turned into a dog you saw when you touched that glowing plant. The more I think about it, the more certain I am. What you experienced can only have been the guidance of Yggdrasil. Does that mean anything to you? It's something my dear old granddad told me about when I was a boy. Yggdrasil is the giant floating tree, the center of our world, of course. The source of all life, as some call it. If the legends are to be believed, each one of its leaves represents a life, and its power preserves the peace and harmony of our realm. The glowing plant you found in the forest is actually a part of Yggdrasil. A piece of root poking through from beneath. It's said that the world tree can choose to communicate via her roots, but only with certain very special people. And that's what my granddad meant by the guidance of Yggdrasil. He was talking about just such visions as you saw. It's all coming back to me now. As a boy, I'd spend hours talking to the silly old thing. But did anything ever happen? Not a bit of it. But you, young man, you're different. You're one of the special ones, chosen by the world tree. And you've got gray hair, too. Life just isn't fair. Sehr geil. So not only are you the luminary, you're also Yggdrasil's favorite little leaf, huh? Some guys have all the luck, I guess. Well, we can't stand around talking about how great you are forever. Come on. Wunderbar. Dafür, dass du Zeuge einer erstaunlichen Vision geworden bist, die dem Favoriten des Weltenbaums vorbehalten ist. Fantastisch. Wir werden jetzt natürlich die Brunnen hinabsteigen, looten, wir werden in die Hütte reingehen und den netten Holzfäller bestehlen und dann werden wir uns über die Brücke bewegen. Das machen wir in der nächsten Episode zu Dragon Quest 11. Danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal.